Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Donkey Kong Country Tropical Freeze. Das letzte Mal haben wir die regulären Stages abgeschlossen in Ozeanien und haben den Secret Exit nach Aquamarta gefunden. Und da schauen wir jetzt rein. Ich bin gespannt. Mal schauen, ob in dieser Stage auch alles so blöd versteckt ist wie der Ausgang zur Stage selbst. Eieiei. Wird wahrscheinlich eh wieder eine total dämliche Unterwasser-Stage oder ein Raketenfass. Wir hatten noch keine Raketenfass-Stage in dieser Welt gehabt. Es wird langsam Zeit. Okay. Kann ich da eigentlich rein? Ja. Natürlich kann ich da rein. Das ist Wasser. In der quasi Unterwasserwelt. Au, ne, ne, okay. Ah, das ist ein Remix von der Unterwassermusik, die so läuft. Schön. Ich gehe mal davon aus, ich möchte die sogar haben. Komm, spring raus. Na, nicht mal. Na gut. Aber hier kann ich durch. Aha! Diesmal habe ich es ganz alleine gesehen. So. 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 Na komm, prima. Hey, Puzzleteil Nummer 1 von 9. 9 Puzzleteile. Natürlich. So. Ah, da ist das K. Moment, halt. Halt. Oh, wie viele Gegner sind hier unten? 1, 2, 3. Oh, ich hoffe, der Links zählt noch. Yes, nice. So kann ich arbeiten. Bleib hier. Okay. Du blöde Drecksau. Nein. Jawohl. Schon besser. Ist hier noch was? Das ist kein Puzzleteil. Hier noch was aus dem Herzen. Really? Nur Bananen, ja? Na gut, von mir aus. Okay. Wow, hallo. Wenigstens fixiert sich diese Stage ein bisschen mehr über Wasser. Das gefällt mir. Sag ich und springe erstmal unter Wasser. Gut. Vorzüglich. Ich hab nix gesagt. Vergesst alles, was ich gesagt habe. Wow. Ach, komm schon. Really? Aha. Okay. Puzzle. Schwede Puzzle. Dankeschön. Okay, das war, glaube ich, 2 von 9. Nicht umdrehen, dankeschön. Das sieht wieder aus wie die Wände, die man kaputt machen kann. So, erstmal überall dagegen. Nee, nix. Na gut, von mir aus. Da ist auch nix. Checkpoint. Oh. Ah, ich verstehe. Ich verstehe, sag ich, und ich verkack's trotzdem. Hopp. Und... aha! Wunderbar, 3 von 9. Das gefällt. Okay. Gut, da ist ein Partnerfass, ein weiteres. Wir gehen erstmal unten lang. Ich habe auch wieder die Super Special Mega Power. Das gefällt. Das gefällt sehr gut. Allerdings sind mir hier aktuell noch ein bisschen zu wenige Gegner unterwegs, jetzt dass ich die wirklich sinnvoll nutzen könnte. Ich frage mich echt, warum ich das nicht früher gemacht habe. Diese Power genutzt. Nein. Okay. Ah, dafür gibt es nicht mal ein Puzzleteil. Nein, ich will nicht cranky. No, was will ich mit dem alten Sack? Oh. Er ist ein Unterwasser-Ninja.
Aber ich habe jetzt meine super Herzpower verloren. Aha. Jetzt mal dagegen schwimmen. Ach, natürlich geht mir wieder die Luft aus. Gib mir das Puzzleteil. Nummer 4, Abflug. Oh. Okay, nein. Gut, springen wieder von ab. So. Okay. Bringt das was, hier oben lang zu gehen? Nö, das ist nur ein sichererer Weg. Okay. Ja, whatever. Hauptsache, ich hab den Buchstaben. Lass mal wieder unten lang. Da ist ein Fass. Nein, ich hab meinen Ninja verloren. Was bringt dieses Fass? Das ist die große Frage aller Fragen. Ah, das bringt mich hier nach oben in den Bonus. Schon wieder die Fässer-Stage. Na, hoffentlich verkacke ich die. Ah, nee, das ist ein anderer. Okay. Gut. Ich hab nichts gesagt. So, jetzt noch. Dankeschön. Okay. Jawohl. Prima. Macht mir immer wieder Sorgen, diese Stage. Hey. Nummer 5 von 9. Na gut. Weiter war da unten nix. Hallo. Donk. Okay. Herz? Nein, nicht mal. Das verwundert mich jetzt. Ah. Okay. Ah, da geht's durch. Eine Münze. Ich hab das für eine Münze gemacht, ja? Na gut. Huch. Banane hier wirkt sehr ominös. Na gut. Wirkt aber auch nur ominös. Na gut, was haben wir hier? Noch ein Herz. Nee, da ist nix. Na gut. Okay, okay, okay. Nichts am linken Rand. Außer ein bisschen Sand. Was? Da ist gar kein Sand. Ich wollte sagen, diese affige Steuerung. Ja, natürlich ist es eine affige Steuerung, weil ich einen Affen steuere, aber es ist... Darauf wollte ich nicht hinaus. Ich wollte darauf hinaus, dass Donkey absolut unkontrollierbar wird, sobald irgendeine Strömung auftritt. Aber zumindest haben wir noch ein Puzzleteil bekommen. Nein, lass mich. Lass mich hier raus. Dankeschön. Okay. Das hier kennen wir schon. Da ist das N. Ui, okay. Wunderbar. Das lief doch gar nicht mal so schlecht. Herz. Bananen. Bananenherz. Bananenherz. Klingt irgendwie doof. Du blödes Dreckspiel. Das kannst du nicht mit mir machen, ey. Das kannst du mit mir machen. Natürlich kann das Spiel das mit mir machen. Das Spiel macht, was es will. Naja, wenigstens hatte ich kurz vorher einen Checkpoint gehabt. Das ist schon echt viel wert. So, jetzt bin ich hier vorbei. Vorbei. Ah, hier war ja nichts weiter. Interessantes. Yee. Okay. Are you shitting me? Okay, ich glaube, der Hai hat mich gerade gerettet irgendwie. Beziehungsweise hat dafür gesorgt, dass ich noch an das Puzzleteil rankomme. Ah, Herz. Na gut. Was haben wir hier unten noch? Münze. Und sonst ganz viel nichts. Okay. Hä? Wieso hat er sich gerade auf der Stelle gedreht? Was war das denn?
Also ich meine nicht dieses auf der Stelle umkehren, sondern die Unterwasserattacke hat er auf der Stelle ausgeführt. Das war komisch. Aber 7 Puzzleteile haben wir schon mal, das ist gut. Nein! Ugh. Oh Moment, ich sollte doch... Ja, okay. Wunderbar. Die Bananen komme ich ohne Cranky nicht ran. Die Frage ist, ist das gut oder schlecht? Beziehungsweise die andere Frage ist, kriege ich noch einen Cranky bitte? Nee. Wieso gar nicht? Yeah. Oh, ich sehe da oben was. Das ist ja ekelerregend. Da ist ein Secret Exit. Aber dafür brauche ich auch Cranky. Das heißt, ich muss tatsächlich Cranky kommen hier mit. Na gut, von mir aus. Wir müssen halt nochmal rein. Huch. Oh. Gut, dass ich da nochmal dran vorbeigeflogen bin. Wie viele Puzzleteile hatte ich jetzt? 8? 8. Ah. Offensichtlich muss ich ja eh nochmal rein. Ja. Oder? Ja, das führt nur zurück zu Aquatech. Ha, na gut. Da haben wir wenigstens nochmal eine Chance, um das 9. Puzzleteil zu suchen. Wobei das wahrscheinlich... Das würde mich nicht mal wundern, wenn es beim Secret Exit ist. War ja schon öfter der Fall, dass es bei den Secret Exits noch eine Kanonenkugel, wollte ich sagen, gab. Eine Kanonenkugel gab, ja. Ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt auf Kanonenkugel komme. Aber offensichtlich gab es da auch mal Kanonenkugeln. Ich weiß, wie ich auf Kanonenkugel komme. Der Yuga hat gerade einen Tweet gepostet, wo was stand von Heilige Kanonenkugel, Batman. Ich glaube, das war der Grund. Ja, ich lese ab und an Tweets neben der Aufnahme, weil das immer so praktisch aufploppt an der Seite. Ich bin immer so bei der Sache. Nee, ich lese natürlich nicht während solchen Situationen zum Beispiel Tweets. Das wäre dumm. Sondern nur, wenn das Spiel gerade mal wieder 1000 Jahre lang lädt. Okay, also wir brauchen Cranky. So viel habe ich schon mal festgestellt. Und optimalerweise werde ich nicht getroffen. Ich glaube, bei Cranky verwandeln sich die Gegner auch nur in Extra Lives, wenn ich das jetzt, wenn ich mich da jetzt recht erinnere. Aber naja, schauen wir mal. Checkpoint. Ich bin auf die R-Taste gekommen. Wir werden es nie herausfinden, was bei Cranky passiert. Doink. Okay. Jetzt kann ich hier sowieso mal ein bisschen Rambazamba machen. Oh, ich hätte eigentlich vorher auf... Ich habe vergessen, dass es hier zwei Partnerfässer gibt. Sonst hätte ich erst noch auf Dixie wechseln können. Ah, Cranky macht die Dinger sogar kaputt. Ja, da schau mal einer an. Yay! Ich will nicht in die Bonus-Stage. Nein! Ich wollte da nicht rein. Lass mich raus. So. Ich halte jetzt ehrlich gesagt nicht mal hier in der Stage wirklich Ausschau nach Puzzleteilen, weil ich jetzt einfach mal fest davon ausgehe, dass das Puzzleteil beim Secret Exit ist. Falls sich das natürlich jetzt als falsch herausstellt, dann muss ich nochmal in die Stage. Aber ich muss ja sowieso in einige Stages nochmal zurück, ganz offensichtlich. Okay. Huha! Huha! Okay. Ein bisschen Gas geben hier. Okay. Nein, 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 nein. Nicht treffen lassen. Nicht gut. Nicht gut. Okay, aber wir sind fast am Ziel angekommen. Ich glaube, da drüben war ein Herz. Ich hoffe. Ja, da war, glaube ich, ein Herz. Oder? Nein, da war eine Münze. Das ist kein Herz. Das ist eindeutig kein Herz. Warst du ein Herz? Hoffentlich.
Nein, Bananen. Okay, aber mach nichts. Jetzt komme ich da unten an die Bananen ran. Und das bringt eine Münze. Na gut. Hast du ein Herz? Danke. Oh boy. Wow. Oh, was mache ich denn? So. Besser. Okay. Sag mir bitte, dass hier ein Puzzleteil ist. Nee? Na gut, dann ist es irgendwo anders. Whatever. Oi, oi, oi. Na fein. Wenigstens haben wir die Bonus-Stage hier gefunden. Wir hatten aber bisher noch keinen Raketenfass, das macht mir Sorgen. Ah. Na gut. Poco-Loco-Labyrinth. Okay. Schauen wir uns allerdings beim nächsten Mal an, würde ich sagen. Ja, viel haben wir in der Stage, in der Folge jetzt nicht geschafft, sondern wir haben quasi nur zweimal das gleiche Level gemacht, aber sonst dauert die Folge wieder 300.000 Jahre lang und das möchte ich gerade nicht. Gut, dann würde ich sagen, war es das erstmal von meiner Seite aus. Ich hoffe, das Let's Play hat euch gefallen. Falls ihr aber abonnieren, kommentieren, gut bewerten und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.